So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloons TD 6. Wir haben hier unser Traumteam. Oh Gott, der ist aber teuer. Haben es selber erstellt. So, Laserstrahlen statt Pfeile, Plasma. Kern der Sonne, Junge. Der Turm opfert Verbesserung und modifiziert die Angriffe des Tempels. What? Reichweite. Killer, what? Alter, was, das sind voll die abgefahrenen Beschreibungen. Ah, Tarnbloons. Er kann auch Tarnbloons killen. So, wir fangen ganz gechillt mit euch an. Wir können übrigens irgendwann... Oder er? Was kann er? Ach egal, wir nehmen die hier. Wir können irgendwann auch so Gebäude platzieren, die uns einen Buff geben. Ich glaube, das ziehen wir mit ein. Wir würden den hier platzieren. Heißt, das Team kommt einmal da und einmal da. Oder nee, wir platzieren den da. Hier. Wir platzieren ihn hier. Das Team kommt hier und da. So. Zwei Affen packen wir hier rein. Vertraut mir, das ist ein Plan. Oh, die kommen von rechts. Oh lol, sorry, das wusste ich nicht. Ich dachte, die kommen von da. Jetzt haben wir falsch gespielt. Können wir neu starten? Ja, bitte. Sorry, Leute, dann nehmen wir lieber doch die Taktik. So, schade, dass wir dieses Rennen verloren hatten. Das war nicht cool. Reicht das erstmal? Können wir jetzt auf den Helden farmen? Hocker, ne? So, gleich haben wir ihn. Wir platzieren ihn. Er ist halt so groß, ne? Hier. Das Ding würde ich hier platzieren, das Gebäude. Was ist das hier? Kräfte, du hast eine Kraft, damit beherrschst du mächtige vorübergehende Effekte, die dir beim Gewinn helfen. Sie werden dabei aber auch verbraucht. Verwende sie also wohl überlegt. Genau, das mag ich gar nicht. Die benutzen wir wahrscheinlich nie. Leider. Ich bin so ein Sparaffe, ne? Ich bin so ein Sparaffe. Ich werde das wahrscheinlich nie benutzen. Ich kenne mich gut.
So, ne, wir bauen mal nichts. Wir sparen darauf. Einfach nur, damit wir den Platz schon mal festgelegt haben, wo das hier ist, wo das hier platziert wird. Damit wir einfacher planen können. So. Sehr schön. So. Ich hoffe, wir können rechts und links was platzieren. Falls nicht, dann war's das. Dann war alles umsonst. Es geht. Aber natürlich kommt ihr nicht ihr dahin, sondern... Schade, er schafft's halt nicht mehr. Oh. Nee, das hat noch geklappt. Wir haben den halt sehr spät gekauft. Den Bombenwerfer. Hat aber trotzdem noch funktioniert. Nice. Kann man hier zwei platzieren? Ja. Der General da, der Kapitän. Der Striker Jones ist zu groß. Wir lassen die erstmal. Oh oh. Das sind unsere Mob-Killer. Die zwei, sag ich mal. Komm du auch. So, wo waren jetzt Mob? Das in der Mitte, ne? Ja. Warte, du kannst geupgradet werden. Einflussradius. Oh oh, getarnte.
Das war ein bisschen spät. Tut mir leid. Die Defense gegen die Getarnten, ne? Dafür sind auch die zwei zuständig. Die sind gar nicht geskillt. Schade, da haben wir wieder nicht aufgepasst. Einer ist durch, ne? Der hat sehr viel Damage gemacht. Ich bin auf Mob-Defense gegangen, obwohl das völliger Schwachsinn war gerade. Das wäre auch okay. Oh, getarnte. So, am Ende der nächsten Runde gibt es zwei rund erneute Regenbogenbloons. Wenn du nicht richtig damit umgehen kannst, hast du Probleme. War das eigentlich nochmal? Erzeugt automatisch haufenweise Nagelsperren auf der Straße nebenan. Eine exzellente letzte Verteidigungslinie. So, der erste Bloom der Mob-Klasse kommt. Und wir haben kein Mob-Defense. Mega peinlich, muss ich jetzt mal sagen. Ah, wir haben ihn. Wir haben ihn. Schade, das war's mit uns. Ja, das war's mit uns. Oh Mann, wir haben falsch gefokust. Wir haben ganz viele sinnlose Sachen gebaut. Das Gebäude zum Beispiel auch. Cool, Level 29. 50 Affengeld, aber jetzt sind wir tot. Nee. Wir haben's geschafft. Okay, lol. Wir haben zu viel sinnlosen Scheiß gebaut. Brauchen sowas. Sweet. So. Endlich können wir den Radarscanner benutzen. Der macht auf jeden Fall Sinn. Das Büro verleiht spezielles Wissen zum Platzen lassen von Bloons und ermöglicht es Affen in der Nähe, alle Bloonarten platzen zu lassen.
Wohl kostet 7000. Wir schauen uns mal den da an. Was kann er? Erzeugt größere Nagelhaufen mit jedem Schuss. Erhöht schnell die Produktionsrate. Das auf jeden Fall. Und dann erhöht Reichweite von Nagelsperren abwürfen. Plus längere Haltbarkeit der Sperren. Erzeugt größere Nagelhaufen. Schneidet durch Bleibloons und Eisbloons. Ja, komm, wir nehmen das hier. Oh, und teuer, teuer. Sehr teuer. Werkkeramikbuns kommen als nächstes. So. Wir hatten hier das Keramik-Update, aber erst nächstes. Ja. Toll. Egal, die haben trotzdem keine Chance. Oh, warte, er. Wir haben ihn. Er ist riesengroß. Cool. Junge. Alter, wie stark ist der? Nice. Stufenaufstieg. Oh, Mope. Aha. Geschafft. Das war knapp. Es gab Stellen, da war es knapp. Man muss halt immer wissen, was als nächstes kommt. Ansonsten ist man echt aufgeschmissen. Jetzt gibt es noch eine Map auf der Schwierigkeitsstufe. Auf schwer gibt es wahrscheinlich 5, ne? So. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen, Leute. Das war's schon mit der Folge. Lasst gerne ein Like da. Haut rein.